Servus, es ist wieder der Volker vom Session und heute möchte ich euch mal ein absolutes Preis-Leistungsmodell anbieten, und zwar das Classic Cantabile DP30. Ein noch günstigeres Digitalpiano, vor allem im Standmodellbereich, wird man wahrscheinlich definitiv nicht finden, denn von der Preislage her und von den Möglichkeiten, die es bietet, ist es, sucht es seinesgleichen. Und das ist eigentlich das Einsteigermodell überhaupt für Leute, die jetzt nicht genau wissen, ob sie spielen möchten oder ob sie einfach mal halt anfangen möchten, um zu gucken, ob denn ein Klavier für sie interessant ist. Wir haben hier so die ganzen gängigen Funktionen mit integriert. Das heißt, ich habe hier unterschiedliche Klangfarben drin. Ich habe natürlich eine Anschlagsdynamik bei der Tastatur. Das ist auch eine Hammermechanik, ist allerdings, muss ich dazu sagen, sehr leichtgängig. Ich habe natürlich ein Metronom mit integriert. Das Ganze kann man dann über diesen Funktionstaster bedienen. Also Anleitung braucht man teilweise gar nicht lesen, weil es sich quasi von selbst erklärt. Man kann den Funktionstaster einfach gedrückt halten und dann eben die Parameter, die hier aufgezeichnet sind, abrufen. Beispielsweise, wenn ich das Metronom anschalten will, Funktion gedrückt halten und in dem Fall die Taste gedrückt und schon ist das Metronom an. Jetzt kann ich hier beispielsweise einfach auch noch bestimmen, in welcher Taktart das Ganze dann laufen soll. Die 4 wäre dann der klassische Viervierteltakt. Und wenn ich auf 0 bin, deaktiviere ich einfach quasi den Rest und ich habe nur noch die Glocke an. Tempo kann ich dann hier ganz einfach bestimmen, entweder über Plus-Minus-Taster, über einen Tab oder indem ich einfach die gewünschte BPM-Zahl eingebe. Können wir auch kurz nochmal machen. Sagen wir zum Beispiel, machen wir eine drastische Veränderung, 180 wäre dann 180. Oder wenn ich auf 80 gehen will, 080 in dem Fall. Das wären die Standard 120 BPM. Anschlagsdynamik generell der Tastatur lässt sich hier einstellen. 4 Stufen bzw. 3 Stufen und eine Off-Schaltung. Das heißt, so habe ich keinerlei Dynamik. Empfiehlt sich natürlich nicht unbedingt. 1 ist dann einfach Light. Und je weiter man dann eben nach oben geht, umso stärker muss man dann eben auf die Tastatur auch draufdrücken, um eben eine höhere Dynamik zu erreichen. Ansonsten habe ich noch unterschiedliche Klangfarben hier drin. Das bezieht sich erstmal auf 2 Piano-Sounds. Den ersten haben wir die ganze Zeit jetzt gehört. Das wäre dann noch haben wir hier ein E-Piano mit drin. Cembalo natürlich. Vibraphon. Kirchenorgel. Streicher. Dann kommt noch eine Trompete. Ein Sopransax. Oboe.
Und dann haben wir noch einen Streicher für den Lower Part, denn wir können auch schon einen Split schalten, funktioniert allerdings nur in Verbindung mit Streichern auf der linken Seite. Also wenn ich jetzt mein Klavier nehme, das Grand Piano, und jetzt die Strings Lower aktiviere, habe ich automatisch hier die Streicher. Kann ja halt eben so einen Split noch fahren. Und ein Layer ist auch möglich. Das heißt, also ich könnte jetzt hier Piano und Streicher einfach. Beispielsweise eben miteinander kombinieren. Man darf halt, wie gesagt, jetzt von der Klangerzeugung natürlich bei dem Preis nicht allzu viel erwarten. Generell die Verarbeitung wirkt für das Geld absolut okay. Und für das Geld, muss man wirklich sagen, bringt es wirklich sehr viel mit. Auch bei den Anschlüssen beispielsweise, also zusätzlich zu den standardmäßigen zwei Kopfhöreranschlüssen, habe ich hier hinten auch ein Stereo-Line-Out, den ich verwenden kann. Und ich habe auch einen Stereo-Eingang sogar für das integrierte Lautsprechersystem. Wir haben auch noch eine USB-Buchse eben mit dran, um das Ganze eben auch mit dem Computer verbinden zu können. Natürlich auch eine Dreifach-Pedalerie hier unten am Boden. Und ein Deckel ist natürlich auch mit dabei. Ja, das wäre es dann alles im allem von mir und dem Klassik Cantabile DP30. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr mir immer gerne anrufen, eine E-Mail schreiben oder am besten direkt im Laden vorbeikommen und das selbst einfach mal anspielen. Und natürlich gilt auch hier die 33 Tage Moneyback und die 66 Tage Umtauschoption. Ich bin der Volker vom Session und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.